Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen mit der Anfrage von der Firma We Are Knitters, ob ich eines ihrer Produkte testen möchte. Diese spanische Firma vertreibt Stricksets. Und dieses Angebot kam mir jetzt gerade in dieser kälteren Jahreszeit ganz recht, denn ich bin so eine richtige Frostbeule. Wenn ich so im Herbst, Winter ein bisschen mal auf dem Sofa sitze, fange ich gleich an zu frieren. Und deshalb habe ich mich für ein Strickset entschieden, aus dem man eine Decke stricken kann. Das Paket ist jetzt vor ein paar Tagen angekommen und ich habe selber jetzt noch gar nicht reingeguckt. Ich habe lediglich mal die Klebebänder gelöst. Ich werde das Paket jetzt mit euch zusammen auspacken und bin selber auf den Inhalt sehr gespannt. Oben auf dem Inhalt liegt eine Packliste, das ist aufgeführt, was das Päckchen so beinhaltet. Das ist einmal 5 Knäuel Naturwolle, dann Stricknadeln in der Stärke 15 mm, also die scheinen ja schon ordentlich dick zu sein, und dann noch eine Strickanleitung für diese Decke. Und das ganze Material befindet sich dann in diesem stabilen Packpapierbeutel, und hier oben habe ich sogar eine Abbildung, wie die Decke dann aussehen soll, wenn sie fertig ist. In diesem Packpapierbeutel befinden sich meine 5 Knäuel Wolle. Das sieht ein Knäuel so aus und er fühlt sich auch ganz, ganz toll an und riecht auch wunderbar nach Schafswolle. Also da freue ich mich richtig drauf, so ein tolles Naturprodukt verarbeiten zu dürfen. Dann habe ich hier noch meine Maxi-Stricknadeln mit der Dicke von 15 mm. Also mit so dicken Stricknadeln habe ich noch nie gearbeitet. Da bin ich selber richtig gespannt drauf, wie ich das hinbekomme. Und dann habe ich hier noch in diesem Kuvert die Strickanleitung. Dann befindet sich in dem Kuvert noch so eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und noch so ein Etikett von We Are Knitters. Also das werde ich wahrscheinlich nicht aufnähen, aber wer möchte, kann sich das auch noch an die Decke nähen. Ich werde jetzt gleich mit dem Stricken loslegen und ihr dürft mir dabei zuschauen. Ich werde auf keinen Fall jetzt die ganze Strickerei in dieses Video packen oder die ganze Strickarbeit, sondern werde ab und zu mal so einen Zwischenstand meiner Arbeit abfilmen und den bekommt ihr dann zu sehen. Und dann sehen wir uns aber auf jeden Fall nochmal am Ende wieder, wenn ich die Decke ganz fertig gestrickt habe. Und da werde ich euch einfach nochmal ein bisschen erzählen, was ich so von bei der Verarbeitung festgestellt habe, was für einen Eindruck ich von dem Material bekommen habe und natürlich, was ich so von dem Endprodukt halte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Hier seht ihr auch schon die komplette Strickanleitung. Also das ist nur dieses kurze Stück. Ich schlage mir jetzt 75 Maschen an. Meine 75 Maschen habe ich jetzt aufgenommen und jetzt beginne ich die erste Reihe zu stricken, indem ich die erste Masche abhebe und dann stricke ich immer eine rechte Masche und eine linke Masche im Wechsel, bis die Reihe zu Ende ist. Mit meiner ersten Reihe bin ich jetzt fertig und was ich jetzt schon sagen kann ist, die Wolle läuft richtig schön durch die Finger. Das macht richtig Spaß, mit der zu stricken. Was ich jetzt allerdings schon gemerkt habe, ist, dass wenn man das Stück auf eine Nadel abgestrickt hat, dass es dann sehr eng wird. Also da muss man aufpassen, dass einem die Maschen dann nicht wieder von der Nadel runterrutschen. Und bei der zweiten Reihe geht es genauso weiter wie bei der ersten. Ich hebe die erste Masche ab und stricke dann eine rechte Masche und eine linke im Wechsel. Und dadurch entsteht dann dieses schöne Perlmuster. Und hier könnt ihr jetzt schon ganz schön diesen Knötchen-Effekt erkennen, der bei diesem Perlmuster entsteht. Das Perlmuster ist gar nicht schwierig zu stricken, man muss nur unheimlich aufpassen, dass man die rechten und die linken Maschen nicht verwechselt. Ein Knäuel habe ich jetzt verstrickt und ich muss immer wieder feststellen, das Perlmuster gehört so zu einem meiner Lieblingsstrickmuster. Das ist so einfach und so wirkungsvoll. Also mir gefällt die Decke bisher jetzt richtig gut und die fühlt sich auch richtig klasse an. Ich werde jetzt noch meine 4 anderen Wollknäuel verstricken und dann zeige ich euch die fertige Decke. Ich bin am Ende meines 5. Wollknäuels angekommen und jetzt werde ich die Decke abschließen, indem ich abkette.
Ich habe mein Ziel erreicht, auch wenn es jetzt schon richtig spät in der Nacht ist. Die Decke ist fertig geworden. So sieht sie denn aus und mir gefällt sie richtig gut. Und ich habe richtig viel Spaß beim Stricken gehabt. Die Wolle hat sich super verarbeiten lassen. Das Einzige, was ich jetzt so festgestellt habe, war, dass ich jetzt heute beim Stricken hatte ich eine schwarze Hose an und die hängt jetzt voller weißer Fusseln. Also wenn ihr die Decke auf ein dunkles Sofa legt, ist es wahrscheinlich nicht so optimal. Ihr habt jetzt vielleicht auch gesehen, dass die Decke gar nicht so riesengroß ist. Die hat vielleicht jetzt so ein Maß von 75 cm auf 1,20 m oder 30 m. Also um sich ganz zuzudecken, reicht sie wirklich nicht aus. Aber gerade um sie so über die Beine zu legen oder so über den Oberkörper, ist sie optimal und gibt auch richtig toll warm. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, dass man sie so als Babydecke verwendet. Und was mir noch aufgefallen ist beim Stricken, das sind zwar riesen Stricknadeln, aber ich finde, wenn man so eine Reihe abgestrickt hat und sämtliche Maschen auf einer Nadel hängen, dann muss man ganz schön aufpassen, dass einem keine Maschen von der Nadel rutschen. Und das Ganze ist ziemlich schwer und unhandlich. Bei der Deckengröße ging das jetzt, also eine größere Decke wollte ich auch gar nicht stricken, die wird ja auch viel zu schwer. Also es war machbar und das Ganze war ja jetzt auch überschaubar. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal so eine Decke zu stricken und auch mit der Wolle, dann dürft ihr gerne mal auf der Internetseite von We Are Knitters vorbeischauen. Und ich sage für heute Ciao und freue mich schon aufs nächste Mal.